Wie kann ich meine Stimme beim Singen vibrieren lassen? Darum geht es in diesem Video, das möchte ich dir erklären. Und da müssten wir zwei verschiedene Varianten von Vibrieren oder Vibration in der Stimme unterscheiden. Das eine wäre das sogenannte Vibrato, wie wir Sänger und Gesangslehrer dazu sagen. Das hört sich zum Beispiel so an. Yeah, 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 yeah. Das ist ein Vibrato, wenn die Stimme da so vibriert. Wobei Zittern halt was anderes ist. Manchmal haben wir ein ungewolltes Zittern in unserer Stimme. Das hat unterschiedliche Ursachen. Ein Video dafür werde ich auch drehen. Das verlinke ich dir dann hier oder in der Beschreibung. Das könntest du dir dann auch angucken. Aber jetzt erstmal weiter mit dem Thema Vibrato. Was ist also ein Vibrato und wie kann ich das lernen? Das sage ich dir noch am Ende dieses Videos. Und zwar ein Vibrato, das ist eine Schwankung in der Tonhöhe, das ist die Frequenz, und in der Lautstärke. Ja, das heißt, wir haben einmal die Tonhöhe, die schwankt, statt gerade, yay, haben wir ein yay. Und gleichzeitig ist das eben auch eine Schwankung in der Lautstärke, yay. Daran sind bestimmte Muskeln beteiligt, das Vibrato, das entsteht hier im Kehlkopf. Du kannst das sehen. Guck, ich zeig's dir mal hier. Yay! Da siehst du das Zittern, ne? Da entsteht das Vibrato und das ist eine Technik, die du lernen kannst, weil das eben Muskeln sind, die einfach nur gut koordiniert werden wollen. Und wie du das lernst, das zeige ich dir hier in diesem Video. Klick da einfach drauf, da kriegst du die beste Übung, um ein Vibrato zu entwickeln. Und wenn du magst, abonniere noch vorher und wir sehen uns im nächsten Video.